Lita, mir Spackus. Heute mit ganz besonderen Themen und einem besonderen Gast. Gästin, möchte man ja fast meinen, um das Geschäft beizubehalten. Ich bin froh, dass wir das sofort ausdiskutiert haben. Das ist die Dörte, die kennt ihr ja. Wo warst du schon dabei? Du warst bei Trailer Analysen dabei. Du müsst übrigens Fragestunde. Ja, ich war bei der Aufzählung gerade noch. Ja, Trailer Analyse, Fragestunde und jetzt Lead Time. Ja. Ich habe jetzt alle Formate durch. Jetzt kommen wieder die Forums-Dings-Menschen, die fragen, wieso ist Lukas nicht da? Warum sitzt der da? Es tut mir total leid. Ja, Lukas ist übrigens wieder in Berlin, nur damit ihr es wisst. Der arbeitet nicht mehr für uns. Und wenn dann nur noch ab und zu, ja, für die Action. Aber könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, gestern habe ich Metro. Wir haben ja gestern eine große Metro-Vorschau gehabt. Und heute erreicht mich ein Paket vom guten Jochen L. Dessen Namen ich gestern verraten habe. Seine Telefonnummer ist übrigens 0173 479. Soll ich das sagen? Nein, den Rest sage ich nicht. Und zwar einmal mit dem Buch. Der Millionenbestseller aus Russland. Der Millionenbestseller aus Russland. Ich meine, eine Millionenbestseller in Russland sind halt immer noch 0,1% der Bevölkerung Russlands, die es dann gekauft hat. Ja? Dann der Nachfolger, ganz kreativ. Metro 2033, Metro 2043. Dann wie wohl der dritte Band heißt. Ein Darksiders. Ja, wie geil ist denn das, bitteschön? Ja. Das kommt schon in 28 Tagen. Das habe ich eben gesehen. In 28 Tagen, ja, das ist schon raus. Auch von THQ. Mhm. Sehr, sehr fett. Sehr, sehr fett. Und ein T-Shirt, von dem ich noch gar nicht weiß, was ist denn. Ich kann das nicht aufmachen. Halt die. Ja, was bitte? Sag mal, eben kurz. Halt die Maus fest, sonst wird der Rechner. Ja, sonst explodiert die gleich. Guck mal, das ist zwei Leute. Ein Darksiders. Nicht drücken, danke. Soll ich mal gucken? Nein, das sollst du nicht, Alter. Hier, ein Darksiders-T-Shirt. Weißt du, was wir machen? Wir verlosen das. Unter jedem, der einen Kommentar lässt, der auch ansatzweise was mit Lead Time zu tun hat, verlosen wir dieses Darksiders-T-Shirt. Ist ein Pferd drauf. Da ist ein Pferd drauf und es ist von Darksiders. Einem der wahrscheinlich Knaller des kommenden 20.000 Jahren Spiels. Ja, kommen wir zu den Sachen, zu den wirklich wichtigen Themen. Heute Abend wird gesoffen mit Marco, der seinen Abschied feiert. Nein. Ja, du hast ja letztes Mal in der Fragestunde von mir. Ja, wie du noch sagst. Dingsbums. Heute 15 Mal Fail-Werbung. Du bist halt voll schlecht gelaunt. Oder? Ich bin nicht schlecht gelaunt, ich bin einfach nur noch drauf. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist an deinem Pickel, den du da hast. Nein, es liegt nicht an dem Pickel, den ich hier habe. Ja. Ich meine den. Unter der Mütze. Das sieht aus wie so ein Reggae. Selbst so ein Reggae-Dingsbums. Ja, ich kann ja meine Raster-Locken demnächst mal zeigen. Ja. Nicht. Haben wir 15 Mal Fail-Werbung. Ja, das war ein ganz lustiges Special. Ist die neue PC Action da. Gibt es heute auch ein Special, da lese ich einen Test vor von Serious Sam. Den lese ich vor nachher. Wird Commander Wilke, der uns gerade hinter der Kamera quasi filmt, wird mich auch filmen, während ich den Test vorlese. Das wird dann ein neues Format. Dann hatten wir gestern hier Metro 2033. Ja, große Preview zum Ego-Shooter. Oh, da hast du gehört, ich habe Nase hochgezogen und ich kam. Nee, ich die Nase hochgezogen, da kam es mit. Möchte man meinen. Dann hier, ich lasse es einfach vorlesen, dann hat sie auch was zu tun. Dann hier. Ich brauche jetzt wohl was zu tun. So. Nein, hier, komm, was ist denn da? Ja. Lies doch vor. Lies doch mal vor, Chris. Gears of War 3 Ankündigung auf den. Na? Was? Video Game Awards 2009. Gerüchte Küche hatten wir gestern. Da haben wir. Du spielst. Schnäppchen Alarm, 150 Spiele für je maximal 9,99 €. Ja, das ist gut, oder? Ja. Ja. Auf dem Foto bist du 12 Jahre alt, oder wie alt? Das hat keiner gehört, glaube ich. Ich muss das nochmal. Die Dame meinte gerade, dass ich auf dem Foto 12 Jahre alt bin. Ja. Das wäre lustig, weil dann war sie schon 41. Genau. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt. 11,5. Ja. Der ist halt nicht älter. Nee, aber hier, da sind unter anderem so Klassiker bei wie Bioshock. Alter, du filmst gerade den Pickel, oder? Du Schweine. Nee, das habe ich eben schon gemacht. Achso, okay. In Großaufnahmen. Alles klar. Da kommt er nicht dran vorbei. Wenn es waren leider ein bisschen verschwommen wegen dem immensen Bart, der davor war. Bioshock 2, Bioshock 1, Alter. Bioshock zum Beispiel. Dann Dark Messiah, Doom 3, ja. 4, 2 ist dabei. Breath of the Auto sind dabei.
es ist ein super gutes Spiel, Half-Life 2. Du hast ja selbst mal, hier, Grand Theft Auto. Du hast doch für die Firma gearbeitet damals, die Grand Theft Auto übersetzt, oder? Ja, genau. Punkt. Du hast Fallout übersetzt. Ich kenne die Menschen, ich habe Fallout übersetzt und Age of Wonders. Age of Wonders, ja. Vielleicht ist es ja dabei. Age of Empires ist dabei, aber das Age of Wonders ist auch... Dann Block des Tages ist quasi nicht von heute, sondern vom 9.12. Und zwar Taste of Chaos 2009. Ein Erfahrungsbericht von unserem Kollegen... Sado. Genau. Es ist ein super Kerl, Sado. Ja. Ja. Danke, Commander Wilkie. Der Wilkie macht das sehr gut, finde ich. Yeah, der Wilkie, der kann auch nichts anderes als das. Das stimmt ja gar nicht. Hört mich auch jeden Tag 10 Deswegen Minuten. Ist der Wilkie auch User des Tages. Hey! Oder Kameramann des Tages. Der Wilkie, der Skylar ist User des Tages. Du solltest mal updaten. Ich glaube, die Fallout 3000 Gs hattest du mal vor 10 Jahren. Ja, stimmt. Oder? Mach mal, kannst du das ändern? Nee, ich kann das nicht ändern. Ich habe Saw durchgespielt. Habe ich jetzt 1000. Ja, aber ich kann es nicht ändern. Dann mache ich das mal. Ja, änderst du das? Ich muss auch zugeben, ich habe mich das letzte Mal vor 2 Monaten eingeloggt. Ja, aber das macht er nicht. Aber ich schicke dir jetzt heute mal eine Freundschaftsanfrage. Mach das. Und das findet er jetzt gar nicht so gut. Ja. Das sind jetzt von einem Leben. Und die Gruppe des Tages hingegen ist stolz, ein Mann zu sein. Da kannst du jetzt nicht mitreden. Ja? Aber ich schon, weil Mann halt. Ja, kann man mitreden. Hast du selber gegründet und hat einen Mitglied die Gruppe? Nee, die Gruppe hat 442 Mitglieder und wurde von unserem coolen User Atom gegründet. Da unten siehst du es. Naja. Ja, die wurde am 10. Februar gegründet. Ja. Noch bevor der Relaunch war. Ja. Denk mal drüber nach. Ach, ja. Was du hier von mir verlangst. Ja. Dann Schnäppchen des Tages, meine Freunde. Ja. Freunde der Sonne, möchte ich meinen. Da geht einiges. Hier Halt übrigens wie Sau. Ja. Macht ihr nichts. Scott Sagst Hall. Du jedes Mal, dass ja, es hier halt... Kennst du Scott Hall? Ja, natürlich kenne ich Scott Razor Hall. Ramon. Ja, Razor Ramon. Razor Ramon. Super, ist der Beste. Ja. Das war hier der gute Kumpel von Kevin Diesel. Nash ja, und Hulk Hogan in der NWO. NWO hießen die damals. NWA. Wie lange haben wir noch? Ich will jetzt über Scott Hall reden. 7 Minuten 31 ja. sind wir jetzt. Scott Hall hatte immer so einen Zahnstocher dabei, als er noch Razor Ramon war. Und hatte so geile, ölige, fettige Haare, weißt du, Kamera, so, super Typ. Ja. Und Dieselkamera, so, Diesel. Warte, red mal kurz weiter, hier, bitte. Unterhalt die Leute mal kurz. Ja, wer ich? Ja, bitte. Ich hab nichts zu erzählen. Ja, was gibt's denn noch SFT? Was machst du denn gerade? Oh, ich arbeite. Du musst lauter reden, du musst näher rankommen. Bitte ein bisschen näher ran. Aber es halt hier doch so. Ich arbeite gerade an einer. Woran arbeite ich? Oh, an einer Galerie, an einem Special über Filme, die vom Vatikan gedisst wurden sozusagen. Weil New Moon bis zur Mittagsstunde wurde ja jetzt hier vom Vatikan übelst beschimpft und im Zuge dessen stelle ich noch andere Filme vor. Zum Beispiel Der Exorzist, okay, das ist kein Wunder, Dogma, was gibt es denn noch für Filme? End of Days und Ein Schweinchen in einem Spape zum Beispiel. Ne? Oder auch, da gab es auch Steine des Anstoßes, möchte man mal machen. Dankeschön. Und jetzt hier, habe ich gerade gefunden, Razor Ramon Intro und Freunde hier. Intro. Der Intro kommt hier. Hat der Wind? Alle Wrestler haben Wind. Moment. Da wirft er. Jetzt hier durch die Locken, durch die öligen Locken. Ist übrigens Vegetarier, raucht nicht und trinkt keinen Alkohol. Das ist das Lustige an der. Er ist mein Zinsbruder. Ja. Wie lange haben wir schon? Jetzt hast du noch 40 Sekunden. Noch 40 Sekunden, ja. Dann wollte ich darauf verweisen, dass Risen nicht beschissen ist, sondern richtig gut. Und deshalb sollte man es sich kaufen bei Amazon. Das kostet nämlich nur noch 39,97 in der Deluxe Edition. Ja, ich habe schon viele Stunden in Risen verbracht. Lügt doch nicht. Doch, ehrlich jetzt. Wie lange? 41, 42, 43, dann 44, 45. Wir können nicht einfach auf 30 Sekunden lang. Ja. Kann ich dir die Mütze vom Kopf ziehen? Alter, mach das einmal. Wieso nennst du mich eigentlich Alter? Fällt dir nichts anderes ein? Alter, ohne Scheiß. Tschüss.